Ich grüße euch und heiße euch recht herzlich zu dem Willkommen, was wir im Titel längst gelesen haben. Es geht darum, dieses Glurak GX hier rauszuholen, denn es ist in einer Häs naja, es ist nicht hässlich, in einer Pappschachtel gefangen. Und das geht so nicht. Das geht so nicht. Und deswegen holen wir das hier raus und schauen mal, was wir für tolle Karten da drin haben. Übrigens habe ich die jetzt mir spontan im Spielwarengeschäft geholt. Aber ich habe mir irgendwann noch mal eine bestellt gehabt jetzt. Das heißt, ich krieg noch eine. Ich werde noch eine zweite unboxen, falls ihr das hier seht. Einfach nur, weil ich es kann. Und wer hat schon mal auf seinem Kanal zweimal das gleiche unboxed? Ich denke niemand. Ja, und deswegen mache ich das. Denn die Booster sind ja trotzdem frisch. Dann werde ich da vielleicht ein bisschen schneiden oder sowas. Am besten rede ich nicht, wenn ich hier so laut bin, wa? Naja, machen wir es fix mal auf hier. Warum kleben die den Mist? Früher, damals noch, da waren die Granaten noch in normalen Pappschachteln mit einer Öffnung. Ah. So ein Mist. So, oder oh, öffnen wir das? Ah, die fallen schon mal raus. Der Pin auch. Ich hole mal die Münze hier raus. So, da habe ich die Münze und jetzt die Karte. Ist nur an der linken und rechten Seite befestigt, aber mit einem Fingerfach. Oh, die lernen. Die lernen. Ich versuche das erstmal hier rauszukriegen. Man muss sie dabei ein bisschen biegen. Aber es funktioniert. Wir können uns hier die Karte mal kurz angucken. Hier die Seiten, die sind alle hervorragend. Wo habe ich meine Hüllen? Hier habe ich meine Hüllen. Denn sowas muss man schnell in Hüllen befüllen. Und weil sich das reimt, ist das umso wichtiger. Aber ich muss sagen, ist das trotzdem Miscut? Da nicht Miscut, aber einfach nur schräg. Ich möchte meinen, kriege ich jetzt den Fokus hier mal. Rechts der Rand sieht größer aus als links. Würde ich sagen, nicht viel, nicht bedeutend, aber trotzdem nicht gerade. Und wir haben hier zwei spezielle Holo-Versionen der aus dem Set erhältlichen Evolutionskarten des Gluraks. Und zwar das Texo einmal normal Holo. Und das Glumanda, die gehören ganz normal zum Set. Die sind keine Promokarten. Das erkennen wir daran, dass hier unten links, wenn wir das mal scharf bekommen hier, was ist denn los? Es ist Sonntag, die Kamera hat noch ihn dran von gestern. Da haben wir einmal hier das Glumanda. Schönen Holo. Dann haben wir hier einmal das schöne Glutexo. Ebenfalls ein Holo. Und dann haben wir das fehlende Glurak, das wir ja gleich nochmal in A5 sehen. Das gab es ja in Rainbow Rare, aber nicht in dieser normalen Full Art Version, denn das hier ist jetzt die Promokarte. Denn wir wissen alle, Glurak verkauft sich wie Scheiße. Das wollen die Leute haben. Und das kriegen die Leute. So, dann haben wir hier die 6 Booster. Ja. Da haben wir eine Codekarte. Was wird es da denn damit geben? Wahrscheinlich. Was steht hier drauf? Ich weiß es nicht. Irgendwas wird es dafür geben. Meinetwegen, gönnt euch den Code. Der erste kann ihn bitte einlösen. Ich werde es nicht tun. Ich packe ihn beiseite, damit ich das auch nicht versehentlich mache. Und dann haben wir hier, aha, die Schachtel ist kaputt. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was das soll, nicht richtig ausgestanzt.
Das, wo die A5-Karte reinkam. So, das können weg. Sehr schön. Und dann sehen wir hier dieses schöne Glurak. Sehr, sehr schön. Flügelschlag, Feuerroter Sturm, Tobsuchtanfall, GX. Ich glaube, das ist mega krass, ne? Die 10 obersten Karten des Gegnerdecks einfach mal weg. Einfach mal weg. Natürlich nur einmal im Spiel, aber einfach mal weg. Und das ist, glaube ich, ziemlich heftig. So, dann haben wir hier Stunde der Wächter-Sets. Zweimal normal Sonne und Mond und zweimal Nacht in Flammen. Wir beginnen mit Sonne und Mond. Ja, kannst auch eins auspacken. Ah, was ich vergessen habe. Noch nicht so viel knirschen, bitte. Einmal hier diese Glurak-Münze. Kleiner Funktionstest. Sie funktioniert. Ja, und dieser Glurak-Pin. Oh, schönes Glurak, was hier gerade auf uns zukommt. Aber ich glaube, hier ist ein Fehler unterlaufen. Und zwar ist hier die Kralle orange. Und die anderen beiden sind aber weiß. Das heißt, hier wurde falsch kolorisiert. Oho, der Knüll schmeißt mit Fachwörtern um sich, die er nicht mal kennt. Sieht aber sonst ganz gut aus. Aber hier, kleiner Fehler, ich habe jetzt nicht geguckt, ob das bei allen so ist, aber ich nehme es mal an. Ich nehme es mal an, falls nicht, ne? Fehldruck, $1 Million. So, und jetzt zu den Boostern. Alter, ist das dick. Vier möchte ich meinen. Die hinteren vier nach vorne. Ja. Nee, warte, Moment mal. Doch, ein, was habe ich mal? 1, 2, 3, 4. Denn die 2. Denn die 2 dahinter und dann kannst du wieder ranmachen, meinetwegen. Kannst auch die 4 einfach so nach vorne nehmen, ist ja egal. So, da hätten wir Gewaja, Fukano, Krabox, Garstella, Kiesling. Ne? Wir wissen, hinter jedem Kiesling steckt ein Fiesling und da werden wir auch mal gleich gucken. Ne? Feuerenergie, ein Pelipper, ein Hyperball. Oh, Hyperball, vielleicht mal den Gold über Hyperball hier drin. Ne, ist ja vielleicht den ein oder anderen Euro wert. Nehme ich gerne an. Dann haben wir hier. Ach, ich packe das mal hier so ein bisschen ins Bild, wa? Das gehört ja ein bisschen dazu, dass ihr das hier euch auch permanent angucken könnt. So. Dann haben wir hier einen Fruballer in Reverse Holo und dahinter eine Kani in Holo. Ich sage nicht nein. Eine Holo nimmt man sich gerne zu Gemüte. Und dann auch noch eine Feuerholo. Sehr gut. Und dann haben wir bei dir. Aha. Fruballer wieder hier mit am Start. Ja, Mordsgaudi. Ich weiß nicht, zwischendurch war das, glaube ich, noch ein bisschen sächsisch. So, dann haben wir hier Akku und... Ach, was kannst du überhaupt? War ein Spaß, brauchst nicht gleich so gucken, dass ich die angezündet hätte. Heute ist nämlich Sonntag. So, einmal Stunde der Wächter, bitte. Einziger Grund, warum du hier bist. Kann ich irgendwelche auspacken? So. Einmal die Codekarte weg. So, 1, 2, 3, 4. 2 dahinter. Und dann gucken wir. Legmon. Loseridin. Nase genäht. Fokus erstmal wiederkommen. Da werde ich angerufen. Die Fans. Ach so, meine Milf. Ah, wie unprofessionell. Lautlos gestellt. So. Ja, Reißlaus. Weimar. Feenenergie. Multitausch. Datignes. Alola Georock. Datiri. Und dahinter. Much. Auch nichts. Auch nichts. Ah, 5 Much-Karten. Kennen wir alle. Kreis. Oh, Wahlband ist aber nicht so schlecht. Ist immerhin spielbar. Und dann haben wir hier
Nacht in Flammen. Oh, guck nicht so traurig. Das ist ja schlimm. So, eine Codekarte. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Leider noch keine gute. Ich meine, eine Holo in 6 Buchstaben. Ja, aber man möchte doch. Wir wollen doch alle was anderes sehen, ne? Wir wollen doch alle auch mal ein bisschen was sehen hier. So. Vegeta, Zaplalek, Bisofunk, Chris und dahinter Much. Toll. Auch nichts dabei. Schade. Alola, Radfratz, Müll, Müll, Müll. Calamanero, Müll. Phonifrase Reverse, Müll. Hiervon braucht sicherlich auch niemand irgendwas. Vielleicht Raubi. Das heißt, fast die schlechteste Box, die man so haben kann. Außer jetzt natürlich Wahlband und ja, nicht mal eine Reverse Holo Rare. Das ist mau. Das ist mau. Aber das lässt sich nicht ändern. Vielleicht ist es in der nächsten Box besser. Das sehen wir dann. Und jetzt kann ich euch hier nochmal die Feuermonster, die wir hier so bekommen haben, zu Gemüte führen. Ja, dafür hat sich zwar nicht ganz gelohnt. Ah, vielleicht in der zweiten Box, ne? Ich bedanke mich hier an dieser Stelle natürlich fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Vielleicht viel schlechter kann es ja nicht werden. Das heißt, es wird besser im Umkehrschluss. In Logik hatte ich schon immer eine 1. Und deswegen möchte ich mich hier an dieser Stelle verabschieden. Bis dahin und tschüss! Genutzt!